Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Ark. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, unsere Rex-Dame hier schläft tief und fest. Und ganz friedlich, hoffe ich. Gefressen hat sie noch nicht. Nehmen wir hier direkt wieder direkt im Anschluss auf. Aber jetzt gucke ich mir mal die Höhle hier an. Ist ja doch... Wow. Wow. Krass, die ist ganz schön groß, die Höhle. Die ich jetzt gar nicht erwartet. Da geht's auch rein. Da gibt's sogar Kristall. Nicht übel, nicht übel. Warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Huch. Gehen wir da hoch, genau. Da, du. Oh, sie gefressen hat sie schon. Sehr schön. 72 Level. Ja, wunderbar. Wunderbar. Was ich mich jetzt allerdings frage, komme ich mit den Dicken hier rein und vor allen Dingen... Hey, warte mal. Ich muss ja gar nicht hier rein. Oh, guck mal, ein blauer Dödi. Der ist ja hübsch. Heiliger Bimbom, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich auch, welche Höhle das ist. Heiliger Bimbom. Okay, bleib mal da sitzen. Wollte ich eigentlich von der anderen Seite reinfliegen, um mir die Höhle da drin mal besser anzugucken, aber ich... Ja, nö. Nö. Ich weiß ganz genau, wo ich jetzt gerade bin. Und das gefällt mir gar nicht, dass ich jetzt so nah an dem Wybern-Felsen bin hier. Naja, dann theoretisch, wenn man da runter geht, müsste man dann irgendwo bei den Nestern rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt theoretisch, wenn ich es tatsächlich schaffen würde, mit der Wybern hier reinzufliegen, könnten wir uns vielleicht sogar noch ein Ei abkrabbeln. Aber ist eigentlich unnötig, weil Eier haben wir jetzt mittlerweile genug. Wir haben noch ein Giftei, was wir ausbrüten können mit 175, glaube ich, oder 180 sogar. Ich weiß es gar nicht. Du hast gekackt. Schön. Danke, Spiel, dass du mich darüber informierst, dass ich gerade geschissen habe. Wo ist denn Schwefel her, sag mal? Ich kann das mal probieren, ob ich mit dem... Aber ich komme... Nee, ich hänge fest. Ich komme mit dem Dicken hier nicht durch. Komm mit dem Dicken hier nicht durch. Das wird nichts. Okay, jetzt da hinten ist auch ein grüner Agentavis. Was für ein Level hat denn der Prachtkerl da? 100. Ah, du siehst aber echt gut aus, so. Ah, dass ich keinen blauen Agentavis mehr gesehen hab's. Hat der mal irgendwo... Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme war oder offscreen war. Auf jeden Fall hatte ich irgendwo mal einen blauen Agentavis gesehen. Das ist aber... Oh. 140er Männchen. Ja, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. So, dann gucke ich mal lieber, was der Bronto da für ein Level hat. Das würde mich jetzt auch mal brennend interessieren. Guckt euch den an. Der sieht doch gut aus, oder? Ist gar nicht mal so schlecht. Hallo, wieso zeigt er mir jetzt hier wieder das Level nicht an? Hallo? 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 Hey, Bronto! Sag mal, habe ich an der Grafik jetzt schon irgendwas? Das Spiel sieht auf einmal so gut aus. Oder sah das schon immer so gut aus und mir ist es nie aufgefallen? Da war es gerade. 85! Wir hatten nur... 12.000 Torpor, ja, nur, genau! Könnte man theoretisch... Theoretisch ja mitnehmen. Aber ich fürchte, es dauert ewig. Dann kommen wir hier die nächsten 4, 5 Folgen nicht mal weg. Boah, ich habe keine Kibbel. Und ich weiß auch gerade nicht, was der Kibbel der frisst, der Bronto. Haben wir hier drin? Oh, ja. Das kannst du mir mal geben. Naja, schaden kann es nicht. Und hier?
Das kannst du behalten. Das will ich nicht. So. Der hat rote Füße. Das Fräulein hat rote Füße. Wie sieht's aus? 37%. Ja, schön. Ich glaube, nachbetäuben muss ich die auch nicht. Die wird so durchgezähmt. Ja, ja, guck, dann fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe nur, ich finde den Spot gleich wieder. Junge, oh, Junge, 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 Junge. Was ist das denn jetzt schon wieder? Gibt es Mischfarben? Grün, Rot oder was? Das sieht ja auch heiß aus hier. Mann, ich komm. Ich sehe schon, wir haben irgendwann 20 Vögel oder so. Plus die, die jetzt noch gezüchtet werden. Der hier 90. Aber so eine Farbe haben wir schon. Ah, ne, ist ein normaler Dödi. Das ist gerade, das wäre auch so ein rot-grüner. Katze haben wir auch noch nicht. Also doch, ne, wir haben. Ich meine, wir haben eine Katze, aber ich glaube, die haben mittlerweile auch andere. Coolere Farben, meine ich. Aber die hier nicht. 140er haben wir hier. Ein Weibchen. Ich mag die Katzen ja. Ich finde die klasse. Auch wenn ich sie so selten benutze. Warte mal, ich mache hier mal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Stimmt, da hinten hatten wir noch einen Raptor, den wir hätten zähmen können. Skorpion haben wir auch noch keinen. Wir haben noch ziemlich viel Tiere, haben wir noch gar nicht. Ach ja, guck mal, der Tech-Stego. Da war ja noch was. Der sieht auch gut aus. Der auch. Kann ich mir noch einen Tech-Stego zähmen? Was meint ihr? Ist aber ein kleiner. Das ist wirklich ein kleiner. Huch. Steck mal weg. Ein Ei oder sehe ich nur gerade schlecht. Ach nee, das sind Blumen. Ja gut, man kann sich ja mal vertun, ne? Aber der Spot hier ist auch nicht übel. Hier sieht es auch echt schön aus. Vor allen Dingen ist es hell. Richtig schön hell. Nicht so wie im Redwood. Ich meine, die Redwood Base ist zwar auch verdammt cool geworden, finde ich. Aber es ist halt doch dunkel im Redwood. Gerade nachts. Naja, gut, den haben wir auch bald. Jetzt mal, die wird die Folge noch fertig, würde ich jetzt mal sagen. Sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Wir können ja noch mal kurz hier rumfliegen und gucken, ob wir hier zufällig irgendwo einen schönen Bauplatz finden. Bis die Dame fertig ist. Warte mal, was liegt da? Liegt da ein Ei? Da liegt ein Ei. Ah ja, guck mal, ein Argentavis-Ei. Da liegen sogar mehrere. Leck mich am Arsch, liegen hier viele Eier. Guckt euch das an. Hier direkt noch eins. Ja, wunderbar, bei den ganzen Vögeln hier. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass mich jetzt gleich irgendwie 50 Argentavis angreifen. Was ist das hier? Ein Skorpion-Ei. Heiligsblechle. Heiligsblechle, Heiligsblechle. Ah, guck mal, was fliegt denn da? Haben wir auch noch nicht. Lass mich mal zoomen. Endomorphodon. Wundert mich eigentlich, dass ich da noch keine gezähmt habe. Normalerweise zähme ich mir von denen immer auch ziemlich viele. Ich finde die kleinen Viecher einfach putzig. Ei! Ei! Komm doch! Aber das ist ein 20er. Liegt zu viel noch was Höheres rum? Ja, da liegt noch ein Ei. Ich glaube, das ist die Mutter, oder? Nö. Entweder hat sie es nicht bemerkt, oder es ist nicht die Mutter. Obwohl das, glaube ich, egal ist, ob Mutter oder nicht. Greifen so oder so an, wenn man ein Ei klaut. Also allgemein die Tiere. Ist jetzt wirklich das einzige Dimorphodon, das hier rumfliegt? Kann das sein? Ist das tatsächlich der Fall? Jo. Oh ja, gut.
Ne. Oh. Also, Allosaurier gibt es hier auch genug. Warte mal, was für ein Level hat der Bursche? Den habe ich doch. Den haben wir letztens schon mal gesehen. Der war nicht allzu hoch, ne? Ja, genau. Ja. Drehen wir mal das Riesenvieh. Komm schon. Hoch, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wo liegt's da jetzt? Ach, hier. Ja, dann gib mir mal das, genau. Ach, hier. Hallo. Und nimm mal die Hälfte. Bäm. Oh, oh. So nicht. So nicht. Kannst du nicht einfach meine Wübe angreifen, während ich hier am Dimorphodons zähmen bin? So, die Eier packen wir mal rüber. Oder du kriegst es nochmal Leben. Apropos Leben. Wo ist mein Drache? Wo ist mein Rex? Ist jetzt der gleich fertig ist hier. So, jetzt haben wir ein kleines Dimorphodon. Hihi. Wirklich ein kleines Level 20. Ah, die ist auch bald fertig. Läuft. Nachbetäuben müssen wir auch nicht. Das ist echt eine schöne Gegend hier. Hier ist auch schön was los. So, warte mal. Lande mal. Oh, hoppla, Entschuldigung. Oh Gott, ach Mann. Das ist immer das. Ja, immer die Steuerung. Bei anderen Spielen ist SCG landen. So, landet man da auf der grasfreien. Ja, wunderbar. Ah ja, guck mal, du bist ja auch eine hübsche, ne? Ah ja, die Geräusche. So, lass dich mal angucken. Warte mal, ein bisschen mehr so. Ja, bist ja auch eine hübsche, ne? Mit deinen lila Federn oder pinken Federn hier. So, lass mich mal richtig hinsetzen. Genau, wunderbar. Option. Nein, zurück. Behalten. Ich glaube, ich mache die mal auf neutral. Obwohl, lieber nicht. Wenn die auf neutral stehen, dann unter Umständen irgendwas Großes angreifen. Passiv und fliehen wäre eine Option. Ich mach mal passiv. Schön. Level 29 ist natürlich jetzt nicht das größte Tier. Aber was soll's. Na, Stöpsel? Nennen wir die Stöpsel? Ja komm, ich nenne sie Stöpsel. Und Name ändern. So. Stöpsel. Jetzt heißt sie einfach Stöpsel. Einfach nur, weil sie klein ist. So, nochmal einen kleinen Blick auf den Rex geworfen. Ah ja, geil. Ist gleich fertig. Ist gleich fertig. Kann man das Tier gleich mit nach Hause nehmen? Jetzt haben wir erst nicht geguckt wegen Bauplatz, ne? Das wollten wir eigentlich nebenher machen. Das war ja der eigentliche Plan. Guck mal. Ah, ich und meine Agentavisse. Ach so, das ist der 100er, genau. Ich und meine Agentavisse, das ist, ja, furchtbar. Da ist noch ein Tech Para. Noch ein Tech Stego. Ja, guck jetzt. Guck dir den an. Diese garstigen Mikroraptoren. Legt sich mit dem Stego an. Komm, ich helfe dir. Ja, entschuldige. So viel dazu. Ja, hier hat man schön viel Platz. Hier könnte man tatsächlich was Schönes bauen. Muss man nur ein paar Bäume abreißen, dann passt das schon. Ja, vor allem die kleine Bucht hier, die gefällt mir sehr gut. Ah, ja. Bin echt am Überlegen. Oh, Hallöchen. Ja, ich bin echt am Überlegen schon wieder. Nein, 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 stopp.
Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Sag mir jetzt bitte, dass du ein hohes Level hast. Sag mir bitte, dass du ein hohes Level hast. Ja, oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, Leute. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Der wird gezähmt. 88 Pfeile habe ich noch. Der wird auf jeden Fall durchgezähmt. Guckt euch die geile Farbe an. Mein lieber Scholli. Direkt getroffen. Ja, ja. Komm du mal mit. Komm du mal mit. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, einen Zähmkäfig mitzunehmen. Das muss ich hier wieder improvisieren. Aber das passt schon, das passt schon. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm, schieß. Es ist zwar nicht das Ultra-High-Level-Viech, aber die Farbe, Leute, die lasse ich mir nicht entgehen. Der sieht echt mega scharf aus. So. Scharf nicht im Sinne von, ihr wisst schon. Er sieht cool aus. Sagen wir so. So, ich hoffe, du stehst hier halbwegs sicher. Ich muss mich hier um was Großes kümmern. Was Großes. Boah, den nehmen wir mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Komm mal, was da wolle. Es sei denn, ich werde jetzt von irgendwas getötet. Was ich jetzt allerdings nicht hoffe. Weil der ist hier Gott sei Dank ein bisschen abgeleert. Allerdings kommt er immer näher. Oh! Solange er abgelenkt ist. Solange er abgelenkt ist. Kann ich ihn schön beschießen. Vielleicht zwei Rexe hintereinander. Ja, komm, zieh die. Genau, genau. Gott, ich hoffe, es kommen keine Raptoren oder Allosaurier. Bin ich echt aufgeschmissen. Kommst du mal zurück? Kommst du mal zurück? Ja, komm, ärger den Stego ein bisschen, genau. Komisch, auf die Distanz treffe ich wieder nicht. Mach jede Wette, unsere Rexdame da hinten in der Höhle ist bestimmt schon längst wach. Oh, die hat das ganze Fleisch. Die hat das ganze Fleisch. Die hat das ganze Fleisch. Oh, der Stego ist ein bisschen. Der hält auch was aus. Der ist ein bisschen größer, der Stego. Nicht, dass er den Rex noch. Ich schieße einfach mal auf den Hintern, dann treffe ich wenigstens. Wenn ich jetzt versuche, bei dem Gewackel hier den Kopf zu treffen. Sehe ich schwarz. Ich komme, guck mal schnell. Ah ja, die Hälfte hat er schon. Boah, geil. Guckt euch den Rex an. Also mit dem muss ich dann unbedingt was züchten. Bin ich mal gespannt, was so eine Farbe da rauskommt. Weil der Stego ist gleich platt. So, genau. Komm zu mir. Hallo. Der interessiert es überhaupt nicht, dass er die ganze Zeit beschossen wird. Ey. Nicht der hellste Birne im Leuchter, wa? Dafür ist es die hübscheste. Das steht auf jeden Fall fest. Alter. Ein blau-roter Rex. Ich hätte ihn vielleicht sogar mitgenommen, wenn er ja, das so ein Level 20 gewesen wäre, Alter. So, was meine Viva immer im Blick behalten, damit ich noch rechtzeitig da bin. Falls er. Interessiert sich überhaupt doch. Ah ne, er rennt weg. Er rennt weg. Oder scheiße, da ist ja noch einer. Ja, weil der hat wenigstens noch gesessen. Jetzt muss ich allerdings mal hinterher jetzt. Oh, warte. Komm schon. Leg ab. Er hat wieder nicht getroffen. Jetzt muss ich hinterher. So, aber den haben wir auch gleich. Der liegt gleich. Ich muss aufpassen, auf den anderen aufpassen. Den werde ich jetzt gleich mal töten, sobald der liegt. Oh,
Mann, Mann, Mann. Der ist noch da hinten. So, mein Lieber. Jawohl. Da liegt er. Da liegt er. Alles klärchen. So, nehmen wir mal die Flinte hier. Nicht die Flinte. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss der Rex hier weg. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, weil der hat jetzt bestimmt ein höheres Level. Okay, wir gucken mal. Gucken mal. Nee, Level 20. Okay, Gott sei Dank. So, der ist weg. Der ist weg. Jetzt muss ich nur schnell... einmal da hinten hin, genau. So, gib mir gleich mal den Sattel. Wir haben ja Gott sei Dank einen dabei. Hallo. Da ist sie ja schon. Mit Level 217. Sehr schön. Hey, cool. So. Einmal Rückwärtsgang. Jawohl, ja. Läuft, läuft, läuft. Ja. Bloß nicht den Kopf, meine Liebe. Jawohl, guck mal. Da ist sie doch. So, du folgst mir jetzt. Wir marschieren. Ist das nicht cool? Boah, sieht echt cool aus. Ich mag Rexe. Oh, die hat auch noch ordentlich Ausdauer, du. Mit der kann man noch eine ganze Weile laufen. Und frisst nicht das ganze Fleisch, wenn es geht. Warte mal, warte mal. Direkt ein Level up, sehr schön. Oh, geil. Die Werte sind auch gut. Dann gehen wir gleich mal auf Schaden. So, der andere... komm. Komm, jetzt wird mir ja mal ein bisschen noch ganz kurz gelevelt. Guck mal, den Rex hier, den Ponto hier platt kriegen. Na komm, so viel Zeit muss sein. Ich nehme mal gleich noch ein paar Level. Ja, komm, komm. Jawohl. Läuft. Und wie das läuft. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Komm mal her. So. Garstige Mikroraptoren hier. Da ist noch ein Obis. Kann man direkt noch Fleisch bekommen. Immer. Vier Level. Oh, geil. Das hat gelohnt. Ja, ist das nicht cool? Oh, guckt euch das an. Oh, ich muss davon einen Screenshot machen. Das sieht so cool aus. Huch. Da ist der Stock weggeflogen. So, da liegt da der Bursche. So, gib mir mal das Fleisch. Ja, gib mir mal alles, genau. Wieso nicht? Ja, krass. Du stehst nicht auf Folgen. Okay, alles gut. Da hat er direkt Hunger, der Bursche. Guckt euch den an. Sieht der nicht cool aus? Sieht der nicht cool aus? Wahnsinn. Oder? Der sieht immer krass aus. Oh ja. Oh ja. Der ist hübsch. Der ist wirklich hübsch. So, was sagt denn hier? Die Zähmungen sind... oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gibt auch 47 Level. War nicht ganz so viel, aber was soll's. Hallo, Große. Aber die Weaver dreht hier ihre Kreise. Wieso auch nicht, wenn es Spaß macht. Haben wir hier sogar eine Flugeskorte. Cool, cool, cool. So, dann gehen wir doch mal direkt mal auf... einmal auf Ausdauer...
Zweimal auf Schaden und einmal auf Leben. Du bist aber 8000. So, du schlaf hier friedlich. Warte mal. Nicht zu weit weg, wenn es geht. Nicht zu weit weg. Ja, richtig cool. Direkt zwei Rechse hintereinander. Wahnsinn. Geil. So mag ich das. Alles Gleiche, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle auch wieder zu Ende. Ende. Gelände. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Macht's gut und vielen Dank. Ciao, ciao.